Ja, moin, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FM24. Wir spielen im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. Ja, da wollen wir natürlich auch weiterkommen, ist ja klar. Ich weiß das gar nicht, habe ich hier Training eingestellt? Ist auch schon wieder ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Ne, ich war so lange am PC ganze Zeit beschäftigt, ja, um zu gucken, woran das alles liegt, ja, mein Rechner. Ja, und dann, ja, ist mir jetzt mal aufgefallen, ich habe so viele Sachen beobachtet, ich habe so viele Tests gemacht, also ich habe Arbeitsspeicher getestet, daran liegt's nicht. Grafikkarte, daran liegt's, aber da gleich näher zu. CPU getestet, stressfrei, also der macht da keine Faxen, der kann so stressen, wie er will, der stützt da gar nicht ab, nix. Ja, und dann testen wir mal die Grafikkarte. Dann dachte ich erst, okay, Stresstest, ab einer gewissen Gradanzahl schmiert er ab. Jetzt ist die Sache, das ist aber nicht das Problem. Nicht die Gradanzahl ist das Problem, sondern die Auslastung war das Problem. Aber nicht, weil er überlastet ist, sondern wenn der eine gewisse Zeit auf 0% ist, sei es über eine Sekunde oder so, dann schmiert er ab. Dann stürzt er ab. Wenn er, sagen wir mal, 0,5, unter 0, 0, also unter 0, weil ich habe da herausgefunden, wenn das unter 0,5 Millisekunden auf 0% ist, dann ist okay. Dann macht er brrr, ne? Aber dann geht er wieder weiter, wenn er unter diese Zeit noch auf die mindestens 1% kommt. Ne? Ansonsten spielt er ab, wenn er länger braucht, um die Auslastung über 1% zu kriegen. Also über 0% zu kriegen. Ne? Das ist das Problem gewesen. So. Und jetzt, ich teste, ich mache trotzdem nebenbei, ne? Also. Ich lasse das trotzdem. Ne, ich habe auch alles gereinigt und all solche Geschichten. Ne, wie gesagt, an der Gradzahl liegt das nicht. Also lüftet alles in Ordnung. Ne, daran liegt das irgendwie nicht. Wie gesagt, liegt an der Auslastung. Ja, aber da habe ich jetzt auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Ne, die habe ich auf dem Rechner, aber jetzt noch nicht eingesetzt. Und zwar, da kann ich einstellen, dass halt bei der Grafikkarte, also die GPU, bei der Auslastung bei mindestens 1% bleiben soll. Ne? Und ja, dementsprechend, wie gesagt, die habe ich jetzt noch nicht im Einsatz. Da kann ich auch Lüfter und alles einstellen von dem, von der Grafikkarte und all solche Geschichten. Ne, aber wie gesagt, daran liegt das halt nicht. Ne? Ja, mit der Auslastung, keine Ahnung. Ne? Wie gesagt, da muss ich mich nochmal näher beschäftigen, weil, wie gesagt, ich habe alles Mögliche getestet. Ne? Ich war so froh, dass ich jetzt erstmal den Fehler gefunden habe, woran das echt liegt. Ne? Dass ich, oh, ich dachte erst, ich muss Grafikkarte und so auswechseln. Aber das ist zum Glück nicht der Fall, so wie es aussieht. Ne? Nicht, dass die mir irgendwann abschmiert oder so. Ne? Das wäre natürlich bitter. Weil um ehrlich zu sein, ich kann mir auch jetzt keine neue Grafikkarte mehr leisten. Da müsste ich echt den Kanal erstmal, ja, paar Monate stilllegen. Ne? Bis ich jetzt im August anfange, richtig zu arbeiten. Ne? Weil ich gerade zurzeit in der Prüfungsphase bin. Und dann so gesehen im Sommer dann arbeite. Deswegen, da könnte ich mir da erst eine Grafikkarte mir zulegen, eine neue. Ne? Ja, und das wäre dann September. Ja, September könnt ihr mir dann erste Grafikkarte zulegen. Ne? Dementsprechend, ja, wäre das natürlich fatal. Weil wenn, dann würde ich schon gerne auch hier weiterzocken und so, auch privatmäßig. Ne? So, wir erhalten nochmal 26.000 aus dem Hildebrand-Transfer-Deal. Deal sei schon, weil er 50 Ligaspiele für die gemacht hat. Kriegen wir nochmal 26.000, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt so froh, dass ich den Fehler endlich herausgefunden habe. Den kompletten Fehler.
Wie gesagt, wie man den behebt, wie gesagt, ich habe da eine Alternative jetzt. Ne, ob man das irgendwie normal lösen kann ohne diese Alternative, also ohne dieses Programm. Ne, muss ich mal schauen, ob man da vielleicht noch eine Lösung kriegt, ne, woran das vielleicht liegen kann und so. Weil komischerweise habe ich das sonst auch nie gehabt. Ne, ist alles kurios. Von daher, wie gesagt, da werde ich mich nochmal schlau machen. Oder ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, woran das vielleicht liegen könnte, dass die Auslastung auf einmal auf Null geht. Ne? Für eine gewisse Zeit, so dass der abstürzt und dann so gesehen neu startet. Deswegen könnt ihr ja auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Habt ihr auch vielleicht schon bei Anstoß getan, weiß ich ja nicht. Ne, wie gesagt, weil ich nehme das ja jetzt hier vorab auf. So, Hertha verliert 0 zu 2 gegen Dortmund. Mainz spielt 1-1 gegen Freiburg. Wien Wiesbaden verliert 0 zu 3 gegen Bayern München. Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Schalke. Boah, ich glaube auch, die steigen ab, wenn das so weitergeht. Union Berlin gewinnt 2-1 gegen Köln und Leipzig gewinnt 4 zu 1 gegen Wolfsburg. Wolfsburg, wie gesagt, unser Viertelfinalgegner im DFB-Pokal. Wie gesagt, da müssen wir auch mal schauen. Unser Spieler der Woche. Kohl hat für Australien gespielt, hat auch ein Tor geschossen, haben trotzdem 1 zu 4 verloren. Gerkens hat bei der 2-0-Niederlage 82 Minuten gespielt. Redewald hat beim 1-1 90 Minuten durchgespielt. Eupen und Mantel hat ebenfalls durchgespielt und hat ein Tor geschossen. Sehr schön. Ich finde gut, dass er auf jeden Fall spielt. Darum geht es ja auch in die Laie, ja, dass er spielt. So, normal, normal. Doppelt, normal. Ein anderes alles halb. So, zack, zack, zack. Ach, und wenn, dann ist die Auslastung nur einmal unter Null. Ach, auf Null. Ne? Und danach die ganze Zeit nicht mehr. So, Transferfenster schließt am Montag. Also nicht, dass ich wüsste, dass wir da jemanden holen oder so. Also, vor habe ich nicht, jemanden zu holen. So, okay. Vorschläge. Ibrahimovic und Schmidt. Ah, weiß ich nicht. Länderspielüberblick. Da wissen wir Gegneranalyse. So, was haben wir denn hier? Auf welcher Position? Gar keins. Leute, geht mir nicht auf den Senkel. Ich hole mir da nichts mehr. So, normal. Können wir wieder auf normale Intensität machen. Sehr schön. Bleiben wir mal auf doppelt, halb noch. Buchmann, Dahmer, Bialek, Andresen, Oliveira kann auch auf normale Intensität wieder. Sehr schön. Chulinov. Der Schmidt bleibt auf jeden Fall im Tor, das kann ich schon mal sagen. Der ist unser Pokalkeeper. So, Rodriguez, Quansah, zack. Let's go. Ja, da ist halt, ne? Aber wir nehmen auf jeden Fall nicht am Deadline Day teil diesmal. Weil, wie gesagt, ich werde mir auch keinen mehr holen. Chulinov erleidet Krankheit. 1 bis 2 Tage. Ist okay. Nicht so schlimm. So. Was wir aber mal machen müssen, ne? Training ist. Wir machen mal hier wieder Teamgeist, würde ich sagen. Aber auch schon länger, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ne, deswegen. So, der hat 90 Minuten durchgespielt, sehr schön. So. Augsburg muss gegen Leverkusen ran. In der Liga. Und Leverkusen gewinnt ganz klar mit 1 zu 4 gegen Augsburg. Da waren zwei Elfmeter. Leverkusen steht auf Platz 7 zurzeit. Moore hat beim Augsburg-Spiel 6 Minuten nur gespielt. Wow. Wow. Warum so viel? Bloß nicht so viel. Ja, die Leihe hat auch nichts genützt, um ehrlich zu sein. Ne? Wir gucken mal, wie stark der nächste Saison ist. Ne, und dann je nachdem, ja, wird er wahrscheinlich für die zweite spielen oder. Ja, für unsere erste, aber als, weiß nicht, dritter Mann oder so. Ja, auf links. Ja, wir würden den ab und zu mal mitnehmen, wenn jemand verletzt ist, wahrscheinlich.
Ne? Dann wird er wahrscheinlich auch mal eingesetzt werden. Genau. So, unsere zweite spielt auf jeden Fall gegen Dortmund, die zweite. So, Europa League Kaderregistrierung gibt es auch noch. Aber da, wie gesagt, da wird jetzt auch nichts mehr passieren, transfertechnisch. Werden wir nichts mehr machen am Deadline Day. Deswegen, wir nehmen wir auch nicht teil. So, 10 neue Nachrichten. So, Königsdorf hat bei 90 Minuten gespielt. Mikl Brenzisch hat bei der 1-5-Niederlage auch gespielt. 36 Minuten aber nur. Becker hat für Mallorca gespielt. 90 Minuten, hat auch zwei Vorlagen gemacht. Sehr schön. Finanzupdate, minus 12 Millionen, das ist ja nichts Neues. So, ablehnen, weil wie gesagt, wir nehmen da nicht mit. Wir gehen da nicht mit, weil verkaufen werden wir keinen und kaufen auch nicht. Dementsprechend, wenn wir da nichts tätigen. So. So, Feral, warte mal, ich guck mal kurz. Ja, läuft alles. So, Überwachung, wie sieht's aus? Wie gesagt, ich muss ab und zu mal da rein. Ja, Minimalste war jetzt 7% Auslastung. Das ist noch okay. Das Höchste war 11. So, Dama. Zack, zack. So, Ibrahimovic kann auch wieder normal. Der spielt wahrscheinlich nicht, der Ibrahimovic. Naja, ich guck mal gleich mal die Fitness an. Wie gesagt, Fitnesstests. Gucke ich mir an und ja, genau. So, Bundesliga-Anmeldezeitraum. Zack, zack. Wichtige Termine, verliehene Spieler. Zack, zack, zack. Angebote für VC-Sieger, ne? Innenverteidiger. Ja, wäre auch ganz nice eigentlich, ne? Aber der hat halt einen Vertrag. Ach, der ist auf der Transfer. Ach, der ist auf der Transfersliste. Ach, lol. Wäre ein guter Spieler auf jeden Fall, ne? Ausstiegsklausel 42,5 Millionen. Heilewitzka. Ne, lass mal. Joel Bargan. Der ist auch ein guter Spieler, ne? Und immer weiter auf der Liste setzen. 6,5 bis 8,25 Millionen. Ja. Also von den Werten her, safe. Ne, Rolle und Aufgabe, zwei Sterne. Boah, das ist ein Außenverteidiger. Nimmt den Ball vor, dribblings auf den linken Fuß. Was hat er noch? Spielt den Ball auf die Flügel. Ja, Kopfball kann er auch ganz gut eigentlich. Ne, wäre auf jeden Fall eine Alternative. Führungsqualitäten braucht er ja nicht. Ne. Gucken wir mal im Vertrag. Steht da irgendwas? Bis 28 Vertrag. Also nächstes Jahr hat er noch Vertrag. Ist Rotationsspieler, ne? Geldtechnisch könnten wir uns das leisten. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ne, ich guck mal, entweder offscreen oder mit euch zusammen, gucke ich mal demnächst auf den Kaderplaner. Ne, was wir da so am besten für nächste Saison brauchen, weil wir vielleicht in der Champions League spielen. Kommt drauf an, wie wir weiter abschneiden, ne? So, wir gehen mal weiter. Eine neue Nachricht. Akzeptiert mehrere Angebote für Cesika. Alles klar. Wie gesagt, wir verhandeln da jetzt nicht mit. Höchste Investition im Transferfenster. Ja, erst das Premier League. Ne? Ist ja nichts Neues. 232 Millionen. Bundesliga 183 als Zweitplatzierter. Und dann kommt Portugal mit 65 Millionen. 1 Million mehr als die Serie A. Und dann kommt die zweite Liga von England schon. Sky Bet Championship. Okay. Die höchsten Transferausgaben hat Bayern mit 76 Millionen, dann Porto 65 Millionen, Newcastle 61 Millionen, Man United mit 53 Millionen und Al Duhail Sports Club mit 42. Wer spielt denn da überhaupt? Gucken wir mal. Die haben so viele Ausgaben? Aha. Obwohl da gar keiner spielt, oder? Magic. So, Schuljunov nimmt wieder leichtes Training auf und Hoffenheim macht ein Angebot für Laza Jerenic. Für nächste Saison, wenn dann, ne? Wie viel ist er denn wert? Ja.
Ich möchte aber jetzt nicht jeden da verkaufen, ne? Aus der Talentschmiede, sagen wir mal so. Gewinnbeteiligung beim Weiterverkauf. Hoffenheim, ne, möchte den haben. Lazar Jerenic. Wie sieht's denn da aus? 17 Einsätze, 3 Joker, 3 Tore, 3 Vorlagen hat er gemacht, ne? Zwar 15.000. Ratenzahlung nochmal 12 Monate jeweils, nach Ligaeinsätzen nochmal und nach Ligatoren. Gewinnbeteiligung beim Weiterverkauf 30%. Ja, wäre schon eine Hausnummer, ne? Ja, komm, nehmen wir an. Zack. Alright. So, Stuttgart für Hatzesiger. Bremen macht Angebot für Chulinov. Ja, Chulinov. Ab sofort. Können wir auch Ende der Saison machen? Äh, 15 Millionen. Machen wir 13. Das ist halt die Frage, sollen wir den jetzt schon abgeben? Und den Kohle zurückberufen dann? Ja, komm. Bin gerade am Überlegen. Genau. So, Hoffmann macht Angebot für Einsechzig Millionen Leute, ne? Insgesamt jetzt, ne? Ratenzahlung nochmal, jeweils 3 Millionen, 39,5 geben sie uns nach Liga 1. Ich will aber nicht sofort. Wenn dann nächste Saison erst. Ich weiß, absoluter Top-Stürmer bei uns. Ne? Ich will aber jetzt, nee, lehnen wir jetzt ab. Ne? Erstens will er sowieso bei uns. So, Jerenic ist gegangen. Na, wir gucken mal in der U19. Ja, guck mal, da waren ein paar Leute auf jeden Fall. Jetzt mal von Rodriguez und so abgesehen, ne? Na. Alles klar. Chulino serviert. Das hat er echt abgelehnt. Das hat er ehrlich abgelehnt. Schmidt hat sich verletzt einen Tag. Kaufoptionen.
Ja, ist okay. Ja, wenn er sowieso die ablehnt, ne? Ach, da war jetzt ey, eine schlechte Entscheidung mit Kohl, ey. Ich hätte, aber abwarten konnte ich auch nicht, ne? Nachher hätte er zugesagt, der Chulinov, und dann, ne? Ah. Bis zum Ende der Saison, ne? Bist du zu Ende? Okay. War eine komische Entscheidung jetzt, ne? Aber nur weil der Schuli noch abgesagt hatte, sonst hätte ich gesagt, komm, weißt du was? So, verliehen. Ende der Saison, ja. So, Brian Burke. Transferfrist endet. So, Tottenham macht Angebot für Brian Burke. 27,5 Millionen. Boah, fast an unser Krankenwärter Oliver Adler. Interessant. Echt interessant. Dribbling hatte 9. Aber sonst Teamwork 9. Aber sonst an sich ein guter Spieler, ne? Wäre vielleicht was für die zweite erstmal. Ja, wer war für die zweite? Warte mal. Ausstiegsklausel bei 1,2 Millionen. Ja, können wir ja machen. So. Der spielt nämlich erstmal für die zweite dann. Albus Berger. Sieht's mit dem aus? Ne, lass mal. Schakel von Persi Moiwissen. Pressner. Konzentration 3, ne? Hm. Meinl. Ich sag, wir müssen immer was für die zweite und für die Jugend mal was gucken hier. Ja, die anderen gehen natürlich nicht. Ersmun. Ja, auch wenn das für die zweite was. Gut. So, Verhandlungen beginnen. Talent vor Durchbruch. Erstmal Nachwuchsspieler. Oder ja, Talent vor Durchbruch. Und die anderen entfernen. Entfernen. Nächstes Transferfenster. Ja, ist okay. Oder erstmal Nachwuchsspieler. Ja, ist er dabei. Alles klar. So, das machen wir raus. Jährliche Gehaltssteigerung machen wir bei 10%. Machen wir hier. Ne. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Ja. Er ist halt, weil. Möchte auch Geld verdienen, das ist klar. Das ist klar. Zur Not holen wir nächstes Mal gestandene Spieler. Für die zweite. Und mischen die mit Jugendspielern, die hochgezogen werden. Geht ja auch. Kann man auch so machen. Wäre jetzt nicht das Problem.
Ja, mit Schuli noch, wie gesagt, ist halt blöd. Na, wie gesagt, hätte er zugesagt, dann hätten wir Kohl behalten, aber so konnten wir den wieder abgeben. So, 3 zu 3 hat unsere zweite gespielt. Ein Schützenfest war das. Transferfrist endet heute, muss seine Spieler da rein. Okay, zack. Oh, abgelaufen, Kaderregistrierung, zack, zack. Dann haben wir das auch. So. Alright. Dann spielen wir gegen VfL Wolfsburg zu Hause. Hat ja lange genug jetzt gedauert. Ja. Oh, zwei neue Nachrichten, Monatsberichte. Ja, mit Kohl. Na, müssen wir mal gucken, was der dort macht. Na, Gerkens. Auch gut dabei, spielt öfters für Rot-Weiß Essen. Na, da hat sich die Leihe schon mal ein bisschen gelohnt. Auch wenn das auch dritte Liga, glaube ich, ist. Ne? So, Bielek, halb, weil die ja gespielt haben. Auch halb, weil er ne, verletzt war oder krank, beziehungsweise. So, Collins. Andere kann man so lassen, ne? Ja, alles klar. Wie gesagt, Hoffenheim hätte ich angenommen, so an sich. Ne, für den Angebot für Rodriguez, aber nicht für jetzigen Zeitpunkt. Weil dann hätte ich mich stressen müssen, hätte dann noch ein paar Spieler holen müssen. Doch Schmidt ist noch nicht bei 100%. Ja, gut, dann lassen wir es. Dann kommt Ernst rein. Ja, wenn er nicht bei 100% ist, wem spielen wir denn danach? Terminplan. Bundesliga gegen Gladbach. Ja, beides ist wichtig. Ne? DFB-Pokal möchte ich weiterkommen. Ja, deswegen, wir spielen jetzt mit Rodriguez. Gucken wir mal. Sollen wir Ibrahimovic drin lassen? Ja, komm, wir lassen mal Ibrahimovic drinne. Brederode kommt rein. Reis kommt rein für Dardai. Dama soll der mal drin bleiben. Ja, Dama bleibt jetzt mal drinne. Nihuis kommt rein. Gondry kommt für Williams. Wie sieht es mit Oliveira aus? Ist leicht müde. Der Williams ist ausgeruht. Dann kommt der Williams auf die linke Seite. Buchmann kommt für Collins. Buchmann ist leicht müde. Clemens ist ausgeruht. So durch jetzt. Ansonsten haben wir alles, ne? Was macht denn Jeltsch überhaupt? Ja, kriegt seine Einsätze auf jeden Fall sehr gut. Aber wir kriegen keinen Spielbericht, ne? Merke ich. Der hat eine Durchschnittsquote von 6,79. Aber ist ein guter Mann auf jeden Fall. Sehr gut. Alles klar. So, Dortmund muss gegen Augsburg, Bayern gegen Stuttgart und wir gegen Wolfsburg. Ja, wie gesagt, hat jetzt lange genug gedauert. Na, dann wollen wir jetzt mal auf geht's. Na, Ibrahimovic, aber der macht seine Sache trotzdem gut. Ibrahimovic, jetzt ist an Spielpraxis, die bekommt er jetzt. Wie gesagt, kennen wir doch schon die gleiche Leier. So, ich guck mal. Wir sind schon bei 29 Minuten, Leute. Kann man mal sehen, wie lange das jetzt gedauert hat mit dem Deadline Day. Weißt du, wir haben gar nicht teilgenommen, aber trotzdem dauert das so lange. Ich dachte, dadurch geht das schneller. Aber naja, haben auch viele Angebote bekommen. Ja, deswegen. Ja, die Wolfsburger sind bis jetzt noch nicht so gut in der Liga. Ne? Ich glaube, Platz 14 haben wir gesehen. Ne? Muss natürlich besser werden. Wie die persönlich, aber sonst läuft es ganz gut. Mal gucken, DFB-Pokal jetzt, ob wir eine Runde weiterkommen. Ich hoffe es natürlich. Ja, sehr gut, Williams. Schöne Grätsche. Ja, falls ihr die Störung da wieder mitbekommen habt, da war wieder die Geschichte mit dem 0%. Aber jetzt ist er wenigstens so weit, dass er das schneller da in den Griff kriegt.
Ja, auf Leverkusen, Lewis Potter macht das 0 zu 1, außer es war abseits. Schauen wir mal. Tor aberkannt. Sehr schön. War abseits. Gut für uns. So, können wir auch überspringen. So. Ja, diese Störung war auch bei Anstoß, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr das auch bei Anstoß mitbekommen habt. Ne, die Störung. Weil, wie gesagt, das Video habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Deswegen, weil, wie gesagt, ich nehme direkt nach Anstoß 3 das jetzt auf. Von der Folge von Dienstag. Allzu viel passiert hier nicht, ne? 35 Minuten gespielt. Oh, Schulze. Der ist gar nicht fit. Der Keeper von Wolfsburg. Oh, jetzt kommt Wolfsburg mit Maier. Ta, Prass, Arnold, der schießt. Und Ernst boxt den Ball über die Latte. So, Arnold jetzt mit dem Eckball. Ja. Sehr gut, Buchmann, Buchmann. Dama, ja, den Ball hätte er auch wieder nehmen können, der Dama, aber nö, lassen wir mal's. Ja. So, eine Minute Nachspielzeit und Halbzeit. Ja, nicht viel passiert. Ne? Hüben wie drüben. Außer das aberkannte da Tor. Und ja, dann gucken wir mal, was die zweite Hälfte so bringt. Na, ich hoffe natürlich ein bisschen besser. Ja, die gleiche Situation wie in der Anfangsphase in der ersten Halbzeit, nur diesmal umgekehrt. Es war, bei uns war da Williams und da war jetzt Kaminski, der Jakob. Ich hoffe, wir können noch eine Entscheidung erzielen, bevor es zur Verlängerung geht. Weil Verlängerung wäre natürlich auch nicht so gut, ne? Wegen der Fitness. So, jetzt gibt es erstmal Eckball für Wolfsburg durch Arnold. Hohe Flanke, Kopfball, aber zum Glück drüber. So, ich würde sagen, wir wechseln auch mal. Und zwar kommt der Chulinov jetzt für Ibrahimovic rein. Bürgerlich, aha. Ansonsten, Rodriguez macht jetzt auch keine gute Figur. Der Dama auch nicht, deswegen kommt der Dardai rein. Vielleicht kann der Dardai da ein bisschen Würze reinbringen ins Spiel. Wir gucken mal. Erstmal Einwurf durch Williams, Reis, Brederode. Ah, abgeblockt, Ecke. Ausgeführt natürlich von Rodriguez, kennen wir ja schon. So, hohe Flanke. Ja, der Keeper kommt raus, der Schulze, und hat den Ball. Sicher. Meier kriegt gelb von Wolfsburg. So, sehr gut, Chulinov. Der holt sich den Ball wieder, passt auf Gondré, Dardai, Gondré. Buchmann, Clemens, Brederode auf Rodriguez, Rodriguez, mal schießt den drüber. Mann, hau da Dinge noch rein, ey. So, Quanzal kommt für Rodriguez jetzt mal rein. Ja, Brederode ist auch nicht ganz fit mehr. Feray kommt dann rein. Schauen wir mal. Die Entscheidung bringen können. Oh, Williams wechseln wir, glaube ich, auch gleich auch einmal aus. Ja, da steht auch da. Und Wolfsburg mit Mele, Kouame, Pass, aber Ernst hat den Ball sehr gut. So, Kaminski hat sich verletzt bei Wolfsburg. Ich dachte, er ist einer von uns. Er
Kurze Sorge. So, Oliveira kommt für Williams rein. Die letzten 5 Minuten plus wahrscheinlich Verlängerung. So wie es aussieht. 5 Minuten Nachspielzeit. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance für uns. Dardai auf Chulinov. Immer noch Chulinov auf Feray. Ja, Feray. Oh, der Keeper hat den. Zu zentral geschossen von Feray. Da gibt es jetzt nochmal Eckball. Ausgeführt von Feray. Er wartet ein bisschen. Hohe Flanke, aber Schulz hat den. Die Nachspielzeit ist jetzt auch gleich vorbei. Ja, und es gibt Verlängerung. So, auf geht's. Versteht es, weil er müde ist, genau. Ah, da hätte fast den Ball sich geholt. Aber war wohl nix. Aber jetzt Freistoß durch Feray. Hoher Ball um Buchmann. Dritter Saisontreffer. Oder war es abseits? Wir schauen nach. Tor wird gegeben. Jawohl, sehr schön. Da ist das 1 zu 0. Endlich. Kopfball durch Feray. Der köpft zu. Nee, Clemens. Der köpft dann zum Buchmann und zack ist das Ding drin. Sehr schön. So, die erste Hälfte ist gleich rum. Von der Verlängerung. 1 Minute Nachspielzeit gibt es. Und ja, wir können in die zweite Verlängerung starten. Gucken, ob wir das verwalten können oder ob wir noch das 2 zu 0 sogar schießen. So, Quanzara auf Oliveira, der bekommt den Ball aber nicht. Da kommen Leute noch 10 Minuten, ey. So lange können wir das noch verwalten hier. Und dann sind wir im Halbfinale. Lacroix kriegt gelb. Von Wolfsburg. So, Einwurf jetzt für Wolfsburg. Tanganga auf Meier. Was? Arnold, Tanganga, Lacroix. Wimmer, was? Oh, Feray. Sehr gut. Gut nach hinten gearbeitet. Chulinov jetzt. Machen wir das 2 zu 0. Ne, Chulinov verliert den Ball und wir kriegen Einwurf. Einwurf jetzt, Oliveira auf Dardai. Der auf Chulinov, eigentlich zu Gondre, aber Chulinov holt sich den Ball. Buchmann, Gondre auf Chulinov. Ah, kein guter Pass von ihm. Kein guter Pass. So, Tah, Schulze. Geht jetzt gerade hin und her. So, Feray holt sich den Ball, sehr gut. Rückpass auf Clemens. Der auf Buchmann, der auf Dardai, Schulinov, freie Bahn. Immer noch Schulinov auf. Ah, schade. Ich dachte, Quanzara kriegt den. Das wäre dann die Entscheidung gewesen. So, was gibt es da jetzt gerade? Abstoß, okay. So, ganz easy. Zeit spielen so ein bisschen. Ne? Clemens, Ernst, Buchmann. Ja, die passen noch ein bisschen hin und her und dann am Ende pfeift der Schiedsrichter ab und wir gewinnen nach der Verlängerung 1 zu 0 gegen VfL Wolfsburg. Sehr schön. Das bedeutet, wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale. Außerdem ist auch Dortmund weiter. Die gewinnt 3-0 gegen Augsburg und Bayern gewinnt 4 zu 1 gegen Stuttgart. Wer ist denn die vierte Mannschaft? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Verletzungssorgen um Kaminski. Genau, wir gewinnen. Wir erhalten 1,43 Millionen. Glanzvorstellung vom Buchmann. Adler bleibt, nachdem die Ausstiegsklausel abgelaufen ist. Ach, die ist abgelaufen. Ja, krass.
Krass, krass. So, muss man hier kurz Training einstellen. Williams. Halb, halb. Haben ja auch sehr lange gespielt. Deswegen. Auch halb, halb. Schmidt, da ist noch halb. Ibrahimovic, noch Collins kann halb. Oliveira kann auch so halb. Halb, Kommissara auch halb. So, okay. Dann warten wir die Erholungsphase ab. Schulz zeigt erfreuliche Fortschritte, das ist schon mal gut. Eine neue Nachhilfefortschritte bei Vereinsteam begeistern Vorstand. 3 Jahre früher als geplant. Um einen nationalen Pokalsieg mitspielen. Ja, sind wir doch ganz gut dabei, ne? Würde ich sagen. So, Leipzig muss gegen Nürnberg. Ich hoffe, Nürnberg gewinnt. Wäre natürlich eine schöne Sache. So, Königsdorf hat beim 2-2 24 Minuten gespielt und Nürnberg verliert 3-2 gegen Leipzig. Ja, das heißt, wir kriegen einen der drei Top-Clubs, Bayern, Dortmund und Leipzig. Honorar beim 2-0-Niederlage hat er 84 Minuten gespielt. Okay. So, Viertelfinale im DFB-Pokal. Überraschung bleiben aus, ja. So gesehen, die Mannschaften, die zurzeit hier echt in der Top 4 sind, mit uns natürlich Bayern, Leipzig, Dortmund. Und wir, die sind alle noch im DFB-Pokal vertreten. Alle im Halbfinale. Ja, gucken wir mal, ne? Wen wir da zugelost bekommen am Ende. Ich bin gespannt. Aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfahren. Oder steht das hier schon fest? Nee. Ja, doch, steht schon. Nee, ist unbekannt, okay. Steht noch nicht fest, genauso wie das Achtelfinale in der Europa League steht auch noch nicht fest. Ja. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren, im DFB-Pokal, gegen wen wir spielen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch erst danach die Folge. Aber liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.